Ach, die Musik habe ich jetzt im Hintergrund nicht. Meine ruhige Minecraft-Musik habe ich jetzt nicht angemacht. Aber egal, wir haben. Genießen wir jetzt die. Oh, T-Pose. Okay, ich bin T-Pose. Okay, das neue T-Pose. Ja, da. Cooler Anfang. So, waren stehen geblieben. Ja, die Tutorial-Sachen hatten wir so gut wie abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Preis fangen, dass wir mal ein bisschen leveln und dass wir hier mal schauen, dass wir kampfbereit werden. Ah, hier ist jetzt noch ein Platz frei. Können wir Tanzi mal hier reinpacken. Tanzi kann mal arbeiten gehen. Konnte ich noch mal die das Team benennen. Tanzi Sturmgewehr benötigt. Ja, noch sind wir nicht so weit. So, den musste ich mal bringen. Den ich auch schon umbenannt. So muss das. Nochmal was zum Reparieren. Haben wir. Holz brauchen wir. Den haben wir auf jeden Fall die Länge. Haben wir noch keinen gefunden, der Holz abbauen kann. Ah, doch, hier. Ich verschenke Pfeile. Also irgendwie schon. Es gibt Leute, die Holz abbauen. Und wer baut hier? Okay, Tanzi. Der baut ab. Die Lichtmutter kann auch abbauen. Ja, da haben wir doch, da läuft es doch. Das Feld wird auch besät. Fantastisch, sehr automatisiert hier. Macht schon fleißig weiter. Nur ich will da nicht arbeiten. So, Preiswährung für mal im Besitz 22. Okay, da müssen wir keinen neuen machen. Dafür müssen wir ein paar Preis töten und mal ein bisschen. Gerade Foxpraxis müssen wir töten, um die freie Drüsen ranzukommen. Hier brauchen wir Volldrüsen. Und für was anderes brauchen wir, glaube ich, noch Saft. Saft. Technologien. Ah, da brauchen wir noch ein Palliumbruchstück für die heiße Quelle. Was muss man hier machen? Probierengarten. Primitiver Hochofen und heiße Quelle. Heiße Quelle. Ja, da brauchen wir ein paar Saft für.
Einen Hochofen haben wir, glaube ich, noch nicht. Mit dem Baseballschläger. Das sind Bruchstücke, die wir brauchten. Ah, ein Bärenfeld können wir machen. Das kann hier direkt daneben. Vielleicht Nummer 2. Jetzt gehen wir mal Fox Praxis und Dings töten. Andere Pals. Mit dem Saft kriegen, glaube ich, nur Wasser Pals her. Da muss noch mal ein bisschen gucken. Ach, hey, Mamorest. Der ist ja auch noch da. Ein paar Pengoli töten. Ziehen brauchen wir davon. Verklappen. Ich muss nicht selbst zerklappen lassen. Oh oh. Und vereist. Gut. Ein paar Saft ein. 5 haben wir. Oh Gott, das wird noch. Das kann ja noch was werden. Nur bald ein bisschen auffüllen. Oh ja, alle Heil von Pilzen. Ich habe ein paar Fuchspacks gesehen. An der Veteran. Ich würde mal wieder versuchen, aber dann werden wir ausgeschaltet. Von der Polizei hier. Bei Preisisten oder bei Menschen. Da müssen wir halt einen. Wir fangen uns mal einen hässlichen, den keiner mag, so einen Level 1 reisenden Händler und den, wenn mal einer vorbeikommt. So, Wasserpals. Ich habe Feuerpfeile. Können wir uns mal ein Nightwing besorgen. Das ist aber nichts. Ein bisschen ziehen muss man schon können. Oh oh. Oh nein, der kriegt mich. Sowas von, aber. Das war eine dumme Idee. So viel dazu. Nightwing fangen. Ja, wäre gut für einen Bosskampf, wenn wir den mal angehen wollen. Haben wir hier nicht einen Einstiegspunkt? Nee, scheinbar nicht. Und Schnellreise hatten wir dort irgendwo in der Nähe. Oder nicht? Egal, ich laufe halt mal die Strecke. Das ist irgendwann zu nervig, das kann ich das mal wieder, kann man da ausstellen. Hoffentlich. Wenn du bisher, ja, okay.
Wenn es nur halbwegs, wenn es irgendwie halbwegs fair, man stirbt, dass man da ein bisschen rennen muss. Muss man halt ein bisschen gucken, dass man keinen Schwachsinn treibt. Warte, ich hab doch. Wo ich meine Items gedruckt, ach da drüben. Na, sehr schön. Der Nate natürlich weg. Und später könnten wir auch mal ausprobieren. Wollen wir schon mal haben. Das Foxpacks damit töten. Brutal. Ein sehr gebrochenes. Kommt her. Schlafen nur. Sie ruhen sich aus. Schlammschuss gelernt. Ui. Mehr Foxbox. Ich brauche dein Feuer. Renn hier nicht in ein Bossgebiet rein oder so. Das wäre schlimm. Schnell wegrennen. Meine Fresse. Es wird ja auch noch dunkel. Gut, dass ein Fuchsbachs vor uns herläuft. Ich komme mich irgendwie verarscht vor. Drüse 7 haben wir davon. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon brauchen. Ob fies die gehen schlafen. Der ist tot.
Ich meine, der ist schlafen gegangen. Das ist schon spät geworden. Können wir schnell reisen? Nö, können wir nicht. Hier muss doch irgendwo eine Statue sein. Da drüben Richtung Turm. Ja, kurz zum Turm ist eine. Vielleicht gehen wir da heute noch rein, aber nicht jetzt. Dann will ich erstmal noch ein paar Levels. Bisschen hochleveln und so. Wir können die Schnellreise auch hier wieder zurück machen. Sagen wir hier. Hey, mal schlafen gehen. So, Sekunde. Da wird schon fleißig gearbeitet in den Morgenstunden. Wie ist denn mit der Bettenvergabe aus? Nummer 6. Oh, jede Menge Wolle. Und hier haben wir Nummer 8. Also deswegen müssen wir bald neue Betten besorgen. Und das sind nur 2 Stoff, müssen wir nur machen. Und die brauchen wir woanders für. Und der Fuchsbachsgeschirr, dafür wird was. Das lasse ich meinen Preis machen. Und da kommt er schon. Ist gut durchs Wasser gehüpft. Hiermit bedrohe ich mit dem Schläger. Los, Arbeiter. Alle beschäftigt, können mir gerade nicht helfen. Nicht, ey. Oh, kriegst du so. Zeit für ein Frühstück oder so. Och nee, das. Sollen wir anders machen? Trubstracht. Uns mal ein bisschen rot kleiden. Früher haben die Preise mir dabei geholfen. Ich habe jetzt die falschen in Lager.
Andere Veränderungstätigkeiten. Bestimmen, was die tun, kann ich leider auch nicht, oder? Den sagen, du mach jetzt. Mach jetzt dies, mach jetzt das. Produktives Mitglied hier rein. Und schon holt es wieder ab. Dieses Paar legt ein bisschen ein. Sehr hübsch. Das wird hier endlich weiter gebaut. Brauchen wir nix. Muss ich mal was hier rausnehmen. Bieren hier wieder rein. Hier kommt gut Stoff bei rum. Goldmünzen nehme ich mal mit, vielleicht können wir irgendwo mal handeln. Das sollte man vielleicht mal eine zweite Box daneben stellen. Das steht auf dem Dach und so übrig. Ein paar Saft brauchen wir noch. 5 Stück. Eine Box würde ich bauen. Und die Einrichtungsgegenstände machen wir dann auch erst, wenn wir ein richtiges Lager gefunden haben. Und das ist. Wir werden es wahrscheinlich irgendwann umziehen. Weil hier die kleine Bruchhütte. Jetzt eher so zwischendurch. Ich habe einen Ball geschmissen. Ja, langer Platz. Und jetzt das Fuchsbachs auch reiten. Flammenwerfer. Fuchsflammenwerfer. Mit aufnehmen. Ah, cool. Interessant.
Ehrensammlung bekommen. Muss den erst wieder aufladen. Oder was? Frage mich, wie effektiv das ist. Fuchsflammenwerfer. Level 10, Level 7, Level 8. Das Level 14, Level 15 würde ich da schon. Oder Level 12, so in der Art würde ich da schon gerne erreichen, bevor ich zum Turm gehe. Ich weiß nicht, wie viel tatsächlich gebraucht wird, aber. Vielleicht auch noch ein bisschen eine stärkere Waffe. Technologien hier würde ich mal Fleischerbeil. Preisschlacht, ach du Schande. Der Spitzhacke. Metallsperre, ja, das wäre eine Idee. Eine Armbrust, das wäre auch mal. Armbrust und Metallsperren oder so. Ja, hier bei Level 13, wenn wir selbst tot sind. 13. Auf dem Level würde ich sagen, können wir hingehen. Und ja, Pengu, Letz, Panzerfaust, jetzt oder Fellrüstung. Da müssen wir darauf hinarbeiten. Rüstung, wow. Schon wirklich sehr viel. Die ganzen Waffen, die dann noch dazu kommen. Einzelschussgewehr. Stationiertes Maschinengewehr. Wo ist Lara denn da? Ein Pumpgun. Vielleicht 50 dann hier. Stationäre Raketenwerfer. Oha. Faust, Munition, Panzerfaust. Ja, Radiobarren. Da bin ich dann gespannt drauf, auf das Level. Panzerfaust rumrennen. Und alles platt machen. Auch so ein Bossfight nicht mehr, nichts mehr Schweres für uns. Ich hätte ein schnell reisen können. Scheiß drauf. Was brauchen wir gerade nicht so sehr. Und Wasserpreis brauchen wir. Da drüben können wir mal weiterhin. Kleines Dorf. Ich meine da auch Level 20, Level 40er Leute gesehen zu haben, aber vorsichtig können wir uns da mal durchtrauen. Nicht aktiv angreifen, aber uns dort in die Nähe mal eine Truhe wieder. Oh, fix sie das immer.
Gehen wir da rein hier, ich fange mir das mal. Das kann nur schief gehen. Ah, okay. Oder auch nicht. Ein neuen Paar. Und Wilderer. Den hole ich mir. Und er ist tot. Mist. Den würde ich mir fangen. So ein scheißen Dreck. Wenn die Pals drumherum immer unbedingt angreifen müssen. Was haben wir hier? Dungeon betreten. Mit 13 Bus. Nee. Lass mal lieber. Der Dungeon verschwindet zwar auch wieder, aber. Was soll's. Das Ding habe ich noch gar nicht freigeschaltet dort oben. Ich kann hier mal neue Preise gucken. Verlassene Kirche. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir hier hingehen. Egal, wenn ich nur den Schnellreisepunkt holen und dann weg. Gut wird's hier. Jetzt muss ich erstmal alles andere machen und dann erst die Syndikat besiegen. Bleibst du hier? Oh nein. Knochen und Leder. Na komm her. Ach du Shit. Bin zu stark. Elektropokal. Ich werde hier gegrillt. Na komm. Sehr schön. Haben wir noch ein neues Pal. Alte Kirche, das klingt nach einem Bossfight. Ein Bossfight, oh ja. Ich habe das auch noch nie angeguckt. Schnellreisepunkt. Ich werde es so bereuen. Scheiß drauf. Hier ist gar nichts. Können wir nicht. Wenn hier wirklich gefahrlos ist,
Dann können wir hier unser nächstes Lager in der Kirche aufbauen. Scheint ja wirklich keiner zu sein. Ist ultimativ hier. Küchenlinie. Eine Werkbank reingebaut. Wir uns in der Küche was hochbauen. Zu nah an einem besonderen Bossbauwerk. Ne, den Fehler mache ich nochmal. Vergiss es. Da bauen wir hier doch nicht drin. Erst wenn wir den Boss besiegt haben. Zum Strand will ich mal runter. Rennen gerade mal durchs Lager durch. Keine so gute Idee. Kein Frieden. Also die Menschen überfallen, das werden wir erst machen, wenn es noch bewaffnet zum Losgehen haben. Können wir wirklich plündern. Bossgegner besiegen, dann wirklich uns an hübschen Orten in der Küche was Schönes aufbauen. Was? Können wir noch nicht. Das war klar. Oh no. Haarsaft. Und dann letztendlich nehmen wir das ja auch. Eins fangen würde ich mir gerne. Und bleibt drin. Mein Lieblingspaar habe ich immer noch nicht gefunden. Und schon mal nur auf das Treffen. Das Depresso. Sind die alle schnell hier? Saft 8 haben wir. Ich krieg auch. Saft 9. Wenn du dich schon anlegst, kriegst du auch einen.
Fleisch. Waschauerfleisch. Das gab's gratis. Das gab's günstiger. Ein paar Sachen brauchen wir noch. Verdammt. Da unten ging's doch zum Strand. Und jetzt Blitze. Es wird kalt. Da sollte ich mal langsam Schnellreisepunkt finden. Da gab es einen Richtung Lager. Da unten. Wird schon schlafen. Ich kann hier mal braten. Oh, Spiegelei. Dauert jetzt ein bisschen. Ich hätte gleich Hunger hier. Gegrillter Pilz. Überfall? Na, ja, das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade mal mit Pilz rein tun. Spiegelei. Dann die hole ich mir. Wenn wir fällt hier wem. Ich brauche mal meinen Flammenwerfer. Nix da. Level 3. Mist. Ich habe auch noch. Deine brennt noch. Oha. Ich habe dringenderes zu tun. Ah.
Sehr schön. Deren Waffen kriegen wir jetzt noch nicht, oder? Du bleibst bei dir. Es gibt kein Entkommen. Wir müssen jetzt da davon. Ich hoffe, die sind nicht im Lager und schlachten dort meinen Preis ab. Oder plündern. Minderwertige Munition. Noch nicht nutzen können. Verstaue ich die erstmal hier. Und 56 Pfeile. Sehr sexy. Jetzt die heiße Taverne schon. Taverne, diese Quelle. Ein paar Saft brauchen wir dafür noch. Warte, ich bin clever, ich mach mal schnell weiter. Ich muss doch irgendwo ein Schnellreisepunkt sein. Hier von so einem ausgenutzten Reisen. Nummer 30. Den packen wir noch nicht. Da haben wir so ein paar Saft. Den fange ich mir. Oder auch nicht. Knopf. Das gibt's doch nicht. Menu. Und jetzt ist tot. Waschrohr fangen. Waschrohr. Zwei wird ein bisschen schwierig. Na komm. Sehr schön, Nummer 2.
nein, besiegt. Das ist Level 9, den müssten wir auch schon hinkriegen. Träume ich mal ganz mutig. Ganz übermutig. Ist zu schnell. Ist nicht mitten im Lager, sonst kriegen wir Ärger. Was? Seit wann kann ich auf Bäume klettern? Rennt der einfach durchs Lager. Na dann, ciao. Dann halt nicht. Angriff sollte ich mal ein bisschen erhöhen. Warum macht das nur offiziell? Egal. Angriff macht nur zwei Punkte. Und bei den anderen kriegen wir gleich teilweise 100. Bleibst du hier? Ja. Mitkommen. Rechnen wir dann die Richtung auf. Den haben wir jetzt schon etliche, glaube ich. Nö, das dritte. Aber die Hühnchen sind jetzt auch nicht so besonders. Oh, es lebt noch. Oh, mehr Pappe, ja, vielleicht kann ich das mal versuchen. Die Waffen brauchen wir jetzt gleich reparieren. Das ist schön weg. Das macht nicht mehr so viel Schaden wie wir hier. Wechsle ich mal die Waffe. Na komm, ich hole mir jetzt das Melkacker. Ach, wait mal kurz. Seit wie lange ist das hier schon? Sonst Campbot. Ah, die können wir beide fangen. Oder auch nicht. Wir sind so am Arsch. Yep. Was denkt mir auch dabei? Level 10 Paar. Später. Die Mehlpacker sind uns zu hoch. Ich hab mich überschätzt.
So schnell rede zum Lager. Die könnten wir mal. Oh, die können gar nicht viel. Das Team könnten wir was mitnehmen. Ich bin ein guter Angreifer. Das Elektro-Team müssen wir mit ins Team nehmen. Müssen wir leveln. Das ist jetzt Level 3, aber. Uff. Ein gutes Team, oder? Du schleppst zu viele Gegenstände hier rum. Zum Glück stehe ich direkt neben der Truhe. Reparieren muss ich mal. Sehr schön. Schilder, wenn ich mal von welche nehmen. Ich noch gar nicht benutzt. Oha, hübschen Braten. Das dauert aber jetzt. Na gut, dann noch mal kurz. Wo haben wir denn den Braten gepackt? Den habe ich noch nicht erhalten. Ich kann probieren. So vorbereitet man Brei zu essen. Ein bisschen Braten. Schweinsbraten. Wildschwein. Muss bestimmt viel bringen. Können wir probieren, soweit wir. Nährwert 60. Bären haben Nährwert von 50. Oha. Ja, das kann man so sagen.
Geld können wir irgendwann mal, glaube ich, handeln. Schilder aktivieren sich automatisch oder? Automatisch nach dem Moment. Ah, okay, sehr schön. Sind wir ein bisschen geschützt. Was brauchen wir für den Bosskampf? Na toll, jetzt habe ich Palsaft, aber keine Paladin-Bruchstücke und kein Steinchenholz. Warte, in den Kisten muss doch bestimmt irgendwas sein. Kaliumstücke. Ihr müsst mehr sammeln. Und die Arbeit preis. Höchst 39, 17 Palium-Stücke. Und viele Steine. Jetzt brauchen wir noch Holz. Liegt das auch hier irgendwo rum? Jetzt habe ich ein paar ein Stück wieder ausgegeben. Fantastisch. Und jetzt gucken wir uns wirklich schnell ein paar Leben hoch. So ist es nicht. Man, die bringen doch gerade Holz. Jetzt schon was in den Kisten. Yep, hier. Oh, sehr schön. Ich würde es mal hier ein bisschen weit draußen platzieren. Hier ist ja immer noch Lagerfläche. Hier mit Aussicht zum Fluss. Herz 5 geht es gleich viel schneller. Oder zu viert. Nur wozu ist das jetzt gut? So Entspannung der Paar ist wahrscheinlich. Entspannung. So ein Ackern. Hier mit Kälteschaden, wenn ich durch die Tür gehe, wo hier alles warm ist. Okay, wir müssen mal hoch, auf müssen wir hinkriegen. Können wir hier inzwischen.
Oh, hochwertige Werkbank. Nagel. Klingzwang-Eisen, auch nicht schlecht. Dreischussbogen, Metallaxt. Maschinenpistole. Nehme ich. Und wieder Haarschmuck. Und ein bewaffneter Hals. Mach mal noch das Schild. Fördrüse brauchen wir dafür. Stein und Holz. Habe ich doch hier irgendwo abgelegt oder nicht? Noch schon verbraucht. Müssen wir noch ein paar Feuerpreis töten. Das haben wir gleich. Kann ich jetzt auf die Kisten nicht zugreifen? Holz, Stein. Das Holz wird am leichtesten zu bekommen. Stein dank unserem Flashing Pass auch. Macht ihn hier mal klein. Das müsste doch jetzt reichen. Feder brauchen wir noch. Ein bisschen Holz. Radium brauchen wir gerade nicht. Eier auch nicht. Elektrolyse auch nicht. Ach, der Platz hier. Auch hier nicht. Kisten brauche ich. Wird schon fleißig gepflanzt. Nahrungsanschaffung kann sich jetzt selbst versuchen.
von ihm nicht. So, freie Drüse. Da drüben sind welche. Fuchsparks. Zwei habe ich jetzt. Eine brauche ich noch. Und du musst durch den Fuchsbox rumlaufen. Mal wieder ein Problem fangen. Das ist auch erst Nummer 3. An der Küste waren noch jede Menge. Schon der Reise ins Dorf. Hier können wir noch einen von denen holen. Autsch. Nee, muss die kriegen. Oh nein. Mist. Bin ich eigentlich immer fangen, aber tja. Fünf von zehn. Ach Mist. Das ist mit Gegenständen drücken. Bis dann nicht. Jetzt berühren. Ich darf ein paar Fuchsparks herumlaufen. Zu viel. Das können wir dann wegschmeißen. Ein vor der Grenze. Muss noch irgendwas aufsammeln. So, da haben wir es.
Schlammschuss gelernt. Wie sieht es denn mit unserem Team aus? Ist das inzwischen... Ah, Level 7, Level 7. Sehr schön. Wird also auch gelevelt. Kann man mitkommen und ein bisschen angreifen. Wolle haben wir hier noch nicht genug von. Hier, Foxbachs. Brauchen wir immer wieder. Na komm. Muss ich mich nicht Attacke sein da können? Uff. Der rennt schon wieder schneller als ich. Müssen wir auf Ausdauer leveln. Damit wir nicht, glaube ich, die ganze Welt verfolgen müssen. Und die auch mal einholen können. Ach, entkommen. Ja. Ach, ich hab das Ei weg. Jetzt können wir hier hochrufen da oben. Den packe ich mal direkt hier hin. Gehen wir gleich ein neues Level. Fürs Lager. Fantastisch. Gewicht reicht eigentlich. Wenn wir manchmal ja ein bisschen auf Angriff sollte man vielleicht gehen. LP ist aber der wertvoll für den Muskelkampf. Nur auf LP so ein bisschen mehr einstecken können. Irgendwas. Ne, können wir nicht.
Level 11, Level 10, Level 8, Level 7. Ja, langsam können wir mal drüber nachdenken, vorsichtig. Und so Richtung nächsten Postfettholm. Tanzsturmgewehr. Fellrüstung. Unbewertige Weltraum. Oh, na. Nagelbombe dafür. So, was mal herstellen. Teilbare Bombe dafür. Ich glaube, die kriegen wir hier im Ofen produziert. Kann keiner machen oder was? Also ein Fuchswachsen im Lager, der es tun kann. Nee, man tatsächlich nicht. Soll ich mal eins rein? Immer hier. Teilbauen machen. Dann können wir zwar noch kein Gewehr haben, aber das wäre unser Preis. Maschinenpistolen, Sturmgewehr. Dann werde ich auch mal ein Liftmuck mit reinnehmen. Das Team. Und das gleich können. Ein Liftmuck, was wir hier haben. Ich glaube gerade, das könnte vielleicht ganz gut sein im Kampf. Auf Kanonen ist dabei. Können wir die alle gleichzeitig, wir können die wahrscheinlich nicht gleichzeitig ausrüsten. Aber wenn Verbot hier schon mit nach oben läuft. Okay, wir haben Metallbarren. Oha, das dauert lange. Komm mal her, ich könnte hier wirklich. Das Wand ganz hier aus. Und wenn ich den mal im wilden Prahlkampf schau mal, wie effektiv das wird. Teilbaren. Ah, dafür haben wir dann nicht mehr genug Holz. Bring die Metallbaren erstmal hier hin. Ja.
zu den Waffen erwähnen kann man. Aha. Das wäre im Angriff natürlich mal ganz gut. Schießt auf die wütige Affe. Interessant. Wenn das ich mal wieder aufgeladen ist, dann versuche ich mich mal daran. Wir werden Tiere sterben, aber es ist ja direkt neben dem Lager. Schon wie viel Schaden der macht. Ich sollte was an den so einen Level 10er machen. Ich an dem. Und von so einem Hirschviech ummieten können. Man muss hier aber erstmal angreifen, bevor dann die Waffe effektiv werden kann. So, jetzt gleich mal einen halbwegs starken Gegner, so eine Level 10er. Los. Kann man Tanzi Level 11 mal ausprobieren. Und Level 11 chillt, das können wir vielleicht mal. Der Gegner, der kann man den Bosskampf mal schaffen. Und hier hoch gehen wir nicht. Das wäre doch eine Idee, dann gehen wir da mal wieder. Und schon wie Tiere spielen, verrecken werden. Vielleicht schaffe ich sogar den Bosskampf. Gucken, das ist mal am Rest her. Ach so, ja, irgendwie. Die Wildere kämpfen dagegen. Nicht mein Problem. Nein, komm mit. Nicht unser Kampf, Fabuti. Wenn die idiotisch genug sind, um 35 anzulegen. Was sollen sie machen? Die Dutsch genug jetzt mit dem Elfer ihn anzulegen. Der war doch Level 11, oder? Level 11, komm, das kriegen wir hin. Und komm, auf geht's. Na komm. Auf hier. Ausweichen die Attacken. Ich kann mal hier ein anderes.
So macht man die Kämpfe richtig. Erster Boss-Sieg. Sehr schön. Traue ich mich vielleicht mal wirklich mal zum Syndikat demnächst. Das wird jetzt nicht so extrem sein. Wir haben das so gut überlebt, hier guck mal, die Spiele ich noch habe. Na komm. Tanzi Nummer 3. Ach Mist. Lammball Nummer 8. Dann können wir die zwei Lammball fangen, dann haben wir die. Haben die Reihe voll. Ne, 4 Lammball. Ich komme. Da habe ich doch einmal drauf und das ist alle. Oder auch nicht. Erledigt. Und 10 Namenball gefangen. Auch interessant. Entwickelt sich das jetzt oder was da? Was passiert da jetzt? Wait, ich werde mal eins machen. Oh no, blöde Idee. Ist der Große, der Riese. Nee, ich werfe doch mit ein. Welches Spiel haben sie dir schon abgezogen? Nicht sehr viel. Die haben draufgegangen. Idioten. Ich versuch's mal. Ist ja in der Nähe von dem Safe. Oh nein. Gib mir den Tragen weg. Ich laufe jetzt gerade zum Lava zurück. Mit 2 nehme ich es nicht auf. Das ist eine blöde Idee. Abhauen. Den einen haben wir doch schon fast. Nein, komm, zurück. Nein, mich nicht vorher kriegt. Versuch, wäre es wert. Das war so klar. Na komm. Den anderen. Das mit den Zweien ist jetzt natürlich blöd. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Während der Niederlage. Oh, cool. Geht das noch? Ob wir den jetzt im Lager haben? Oh, cool. Level 11. Im Lager nicht zu gebrauchen, aber ich kann mal im Kampf gebrauchen. Nicht mit ins Team. Sehr schön. Das Item muss noch wiederholen. Können wir doch mal was machen mit dem Team. Das können wir auch gerüstet lassen. Ja, mal gleich angreifen. Das Lager sollten wir mal ein bisschen die Sachen reparieren. Ach Mist. Feuerdrüse brauchen wir dafür. Haben wir noch irgendwo einen rum? Unsers. Ja, aber da drüben ist eins. Mit der Feuerrüstung gleich mal ausbessern. So. So wird's gemacht. Fantastisch. Kleines Bad. Menschenfressende Preis. Bitte was? Na komm, hier. Auf den Klippröhl. Alles im Lager. Im Griff. Die machen nicht lange. Ah, die Muck ist im Pool.
Das heißt, das rote hier, dass die im Over sind. Ja, das ging die hier so rum. Ich würde sagen, ich mache mal eine kurze Streampause und danach rüsten wir uns für den Kampf gegen die Leute dort im Turm. Nehmen wir den Turm ein. Dieser Plan. Das Team hält das durch. Noch fit aus. Was das Rote bedeutet, weiß ich nicht. Brutkasten können wir jetzt. Ah, da können wir ein paar jetzt. Kleiner Futterbeutel. Hinterhakenpistole. Schnell vorbeigehen, hart sich an, irgendwie sind es hier mit etwa. Zieh den an wieder. Oha. Das können wir nicht. Prallentsafter. Der Angstturm ist schon geil, aber. Mit einem Brutkasten nehmen. Können wir gucken, was der so bringt. Ein Stein und ein bisschen Paden Baustück. Stein haben wir. Segner Pilz. Wo haben wir denn die alten Bauteile her? Ein paar den Bruchstück noch. Ein bisschen Stein. Regt doch noch was. Ich bin gespannt. Den baue ich hier mit drauf, neben die Felder. Die Eier nicht ausbrüten. Und kein Ei mit. Hier doch irgendwo Eier drin. Nicht Eier, letztes Ei. Hier, wo kommt denn der Rubin her? Ist mir zu händern. Aus dem heißen Ei kommt bestimmt ein Feuerpal. Minuten.
Dann schauen wir mal. Mach da mal eine kurze Pause. Und lass das mal an hier. Und werden wir sehen, was bei rauskommt. Bis gleich. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Und jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen Sparrow-Schlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht... Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst du es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sie anlaufen und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du sollst das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade einen Dynamit. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mann, das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? Ein bisschen mehr Feingefühl in die Stimme. Ja. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Gut, spricht das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Jetzt bin ich in Hogwarts drin. Oh, das ist der
Das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Den kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Stabssiedler, um genauer zu sein. Dafür ein paar von Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingebracht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Fast kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Den Gryffindor Gemeinschaftsraum. Wie jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufhält. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier erklärt. Na toll. Hat niemand gefragt, ob der überhaupt Auto fahren kann. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Ich habe schon Fleisch auf Brustbrechern. Nein, da müssen wir unseren Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. Der Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Wirst du deinem Kind nicht wehtun? Was für ein böser Vater. Diese Drohung mit sich ist. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Zeit mit ihrer Tochter. Was kommt? Halsmaularsch-Gesicht. Lass uns kommen, geh, lass uns gehen. Oh ja, ich darf. Mistzack. Hör doch nicht rum! Na komm, angefasst! Ein Monster! Ja, verpiss dich! Ja, so, Judy. Diese
Ich weiß nicht, was gerade für ein Monster. Ja, aber das war die richtige Entscheidung. Wer ist hier das Monster? Er hat eine Idee. Aber sie sind in der Zeitmaschine verpflanzt. Yep. Fantastisch. Ich bin froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Gelockt. Du musst sie überwältigen. Die haben mich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Modi. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du das gemacht? Ich habe ja mit dem Flint abgenommen. Das ist der alte Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. We'll get here in no time. Damn criminals. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Alright. Haben die noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Du hast ihn weggetackelt und dann von hinten. Das ist, ich habe eine Flinte. Das sieht unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler! Ich hab mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboyhüte. Oh! Oh nein! Ich kritze das Bild. Wundervoll. Wo sind Cowboyhüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich setze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh! Nein! Ja! Ich hab eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott! Ich hatte recht. Wollt ihr, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus. Ja, ja. Sofort. Flame School Detective. Trash my game. Funktioniert. Legend of Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Free to play, oh nein, ich sag Free to play Game. Das haben wir ein bisschen nur gezwungen zu übertragen. Es. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel. Behält Flames Kunde zu Anwendung finden. Natürlich. Anwendung Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und DNA-Sequenz erwarten. Mit Vergnügen. Bitte
Stimme den Geschäftsbedingungen zur Artikelleistung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Stimmdienste in diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Insbesondere stimmt er zu, so viel sein Geld wie möglich für kostenpflichtige Spielen zu geben, sein Erbe zu verschleudern, Abenteuer, bla 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 bla. Ich habe den Vertrag in Kriegsbestimmung gelesen und meinen Blut unterzeichnet. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Es ist 22.30 Uhr, kommt heute Show, die würde ich gern gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Gut, noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Mach mal ein hübsches Muster draus. Sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen? Weiß nicht. Sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber. Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Und jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht... Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst du es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade einen Dynamit. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Ja,
Okay, hier müssen Beine ran. Mann, das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? So. Dann schauen wir doch mal. Komm zurück. Oha. Ach so. Machen wir gleich das nächste Ei rein. Ich habe einen Pal ausgebrütet, ein neues Feuerpal. Interessant. Und Technologiepunkte. Gehe ich mal hierfür aus. Nägel. Essen sollten wir. Ah, das kann ich mal versuchen. Okay, ganze Zeit hat es nicht gemacht. Wir sind alle hungrig, haben wir nichts mehr im Futtertrog drin. Doch, doch. Holt sich raus. Ich bin gespannt. Level 1 Asox. Feuerschuss. Dann müssen wir das erstmal noch. Ich müsste erstmal noch leveln, aber. Schau ich doch mal. Oha. Jetzt müssen wir leveln, das nehme ich mit. Bossfeld werde ich jetzt mal eher mit dem anderen hingehen. Wenn ich das noch finde. Mit 13 Fuchsmarks. Das kann ich jetzt Flammenwerfer benutzen. Generell ja. Sollten wir uns das noch. Das sollten wir uns mal aufheben. Kommt dann wahrscheinlich noch ein zweites von denen raus. Nicht schlecht. Okay. Wie geht's meinem Team? Alle wach, alle ausgeruht, alle frisch. Tansi tut sich schwer mit seiner Arbeit. Ja. Alles normal. So, vielleicht kann ich da mal eine Schnellreise machen. Schauen wir mal, wie schnell ich, wie tierisch ich jetzt hier scheitern werde. Wir haben extra einen Tee gemacht dafür. Ein Beruhigungstee, falls jetzt hier gleich komplett down gehe. 2 Minuten. Ach, Statuspunkte. Sollte man vielleicht ein bisschen. Ich packe noch ein bisschen auf Angriff. LP mir hoch. Ich nehme auf die auf Angriff. Und
Mal schauen, wie lange wir uns hier gehen werden. Wie scheiße das jetzt wird oder wie gut. Zeitlimit 10 Minuten. Ja. Na dann. Ich bin gespannt. Schmerz, scheiße, kannst du nicht werden. Die sieht aus, als wäre sie aus einem der neuen Pokémon-Teile gerippt. Sorry, Oma. Die ist. Was Zoe und Crispolt. Ein paar, okay. Da bin ich ja komplett. Mal ausweichen hier, das wäre mal gut. Oh Gott, ich bin schon halb fertig. Komm mal zu mir. Hinter die Säulen hier. Ach du Scheiße. Nee. Null vorbereitet. Nee, jetzt schon fertig. Ach du Scheiße, das war. Ich verstecke mich erstmal. Habe ich irgendwas zum Heilen? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay, wir warten da noch mal ein bisschen. Das ist bis wir da noch mal reingehen, oder? Und ich versuche es direkt noch mal. Ich habe mich nur das richtig blöd angestellt. Jetzt weiß ich, was mich erwartet. Ist meine Ausrüstung jetzt im. Ich hoffe davor. Ich glaube, da sollten wir eigentlich noch, das sollten wir später erst rein. Das ist ein bisschen dumm gelaufen gerade. Sperr hier hin. Jetzt würde ich erstmal auf Fernkampf gehen. Den Brandfärbe hier und. Mit dem auch andere Feinde abschießen. Werden wir mal sehen. Ja. Jetzt habe ich den einen Brandpfeil verschenkt. Okay, in den Säulen verstecken ist doch eine gute Idee. Jetzt sollten wir aber mal schnell ihn rausholen. Angreifen lassen. Wenn wir hier Fernkampf machen. Habe ich keine Feinde mehr oder was? Ich kann die wirklich nicht nutzen, das ist ja fantastisch. Attacke. HP, das kriegen wir nicht mal im Ansatz. Vergiss es. Können wir nicht nur ansatzweise ran.
müssen wir uns schön verstecken und nicht hier gegrillt werden. Sicherheit bringen. Und die Preise, die können schon irgendwie was, die schaffen schon was. Ich weiß nicht, ob ich mich komplett auf meinen Preis verlassen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Auch das habe ich halt was gehofft. Ich meine, wir haben immerhin schon 5 runtergekriegt. Und was essen? Soll ich vielleicht hochleveln? Sind wir schon runter, aber wenn ich nicht aktiv angreife, dann wird es auch nichts. Der Cleaner. Cleaner. Ja, wir sind sowas von hoffnungslos. Wir haben 10. Versuche nochmal mit einem Fellboom auszurüsten. Mit dem Fellboom kann ich nichts anfangen. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, dann zieh wieder. Oh, wir haben ja schon noch 20 runter. Das ist ein bisschen überleben würde. Angriff. Münzen. Die darf halt nicht zu uns kommen. Ich selbst halt komplett rausnehmen. Das hier mein stärkster Verbündeter. Hier wirklich weg. Ach Scheiße, jetzt stehe ich direkt vor ihm. Das ist mein Ende. Kann sie? Nein, noch nicht. Schafft er was? Shit. Was mit dir? Was kannst du noch? Wir nehmen schon auf 16 runter. Kannst sie. Nein, das darf nicht passieren. Oh, und ich bin tot. Wir kommen später nochmal wieder. Ja, das war jetzt ein... Jetzt weiß ich, was mich erwartet.
Da brauchen wir noch ein paar Streams für. Schon mal Zeugs ab. Vielleicht mit dem anderen Feuerstarter. Ein paar ordentliche. Das ist machbar. Wir haben den jetzt schon auf 30 Uhr 15. Wir haben den schon. Ich glaube, das war. Wir haben die Hälfte haben wir schon geschafft irgendwie. Also ja. So ganz viel brauchen wir nicht mehr. Und vorher noch ein paar andere Gegner ausschalten. Hier noch mit in die Wilderer gehen. Mal schauen, ob wir den Gefangenen kriegen. Wahrscheinlich ja nicht. Ach Mann, tanze ich schon wieder rein. Ich habe die hier noch dabei. Oh, die haben ja hier eingesperrt. Das finde ich gar nicht gut. Maulkrist. Ich bin jetzt uns. Ja, ich muss mal hier zurück ins Camp. Haben wir es mal versucht, um kurz weiter zu machen. Wir wissen jetzt, wo wir dran sind. Dass Fuchsbach überhaupt nichts bringt dabei. Oha. Noch ein interessantes Paar. Ich kann mit denen was anfangen. Ich will auf jeden Fall mal erstmal was raushauen. Tut mir leid. Ich muss erstmal trainieren. Das Market muss ich auch trainieren. Was haben wir hier? Eine Besiegen Maulküst. Ist ein Ace. Ja. Flambeau. Okay. Er ist nicht so gut. Das Parkett brauchen wir nicht zu trainieren, das brauchen wir im Kampf gegen Elektrotypen gar nicht zu versuchen. Das hier ist super. Brauchen wir super. Das Team würde ich wirklich trainieren. Können wir jetzt mal einen Ledwin und ein neues Team kriegen?
Oder töten. Mistpaar. 20 verschiedene Paar ist umgegangen. Sehr schön. Jetzt kann man hier im Lager mithelfen. Düster, weil das könnte auch, das könnte echt. Könnte auch im Team gut sein. Wir sollten D-Training trainieren. Alice gucken könnte. Könnte auch sehr hilfreich sein. Das hat nur 1, 2, 3, 4, 5, 5 Plätze im Team. Schlechter als bei Pokémon. Ich aber die Ballettipi mit reinnehmen. Das kann auch gar nicht viel. Die Multitalente braucht man hier. Einiges. Genau, okay, was Elektrik ist, dann brauchen wir keine Verwendung für irgendwie. Das Team würde ich aber erstmal so. Ich jetzt mal so nehmen. Mit dem Halsband Sattel benötigt. Ja, kommt noch irgendwann mit der Zeit. Mal Technikpunkte, die wir ausgehen können, nach dem Versuch jetzt hier. Eher nicht so. An die trinken wir jetzt. Was dann noch produktiv im Kampf nutzen können. Schwer verletzt. Modell 4. Och nö, nicht schon wieder menschenfressende Pals. Ausgehungert, schwer verletzt, da müsste ich mal eben in die Box packen. Wo es hier noch darum geht. Anderes reinpacken. Kurz vom Burnout. Jetzt mal ausgetauscht. Das wollen wir ja nicht. Heil Burnout ist keine gute Sache. Und dort drüben kommen die. Und die werden es nicht lange im Lager aushalten. Wo ich eigentlich gar nicht mit angreifen. Bin ich schon so gefinisht.
Gut, dann gehe ich mal hier ein bisschen in die Wildnis. Ich brauche mal neue Pals. Eine Palwelle. Ach, der Angriff läuft immer noch. Tja. Können sie versuchen. Mittelalterliche Pharmazie-Werkbank, hochwertige Werkbank. Und da schon was schon bauen. Nägel brauchen wir da. Wie können wir die machen? Metallbarren. Ist mich gerade gar nicht juckt, dass die hier. Kommen doch erst. Machen wir nicht so Stress. Holz, Metallbarren und Nägel. Sollen wir da ein bisschen Erz besorgen? Erz war eigentlich relevant. Zehn Nägelbaum oder nur und 15 Metallbaum. Nehmen mal ein bisschen. Ach, hungrig auch schon wieder. Das ist doch Erz. Mit dem Erzabbau beginnen. Ein paar Sphären sind wieder. Ja, du trägst zu viel. Schleiche ich halt zurück ins Lager. Box doch immer voller und voller. Kiste wollte ich verstecken. Noch mal eine neue Kiste und jetzt eine neue Kiste.
kann da mal rein, das kann rein. Der ganze Mist hier. Schon wieder voll. Und noch eine Kiste. Ich brauche ein richtiges Lager. Ach, dann irgendwann müssen wir weiterziehen. Jetzt ganz Holz verbraucht. Ach, schon süß, das kleine. Und Giftkleine. Auch mal ein paar als hören. Nee, die haben wir genügend. Holz brauchen wir. Tonjob bestellt die Kisten. Holz hier drum, ein Holz. Weiter Erz abbauen. Du bist doch wieder ein Haufen, oder? Und das Stein. Und Erz muss doch auch hier irgendwo sein. Es reimt sich, deswegen stimmt's. Wir könnten fast mal versuchen, das Marmorest auszuschalten. Das hat nur 5000 HP. Ich meine, man hat schon einen komplett anderen Gegner mit 30.000 HP fast ausgeschaltet. Das ging hier locker hin. Waffenbruch. Ist doch nicht. Vielleicht ist das doch hier ein ganz schöner Ort, um Lager zu machen. Und drüben bei der Kirche dort, da müssen wir auch mal hin. Das wäre jetzt mal eine Aufgabe. Ich das nicht Karte im Turm ausschalten, sondern mal ein paar Gegner, ein Boss, die das mal restlos werden. Und so weiter.
oben endlich mal die Küche aufbauen. Jeder Schnitt. Ich mach mit hier. Monats zwar. Genau, raus hier. Das brauchen wir mal wieder. Eheholz, Metall kommt gleich. Dann schaffen wir mal das Marmorrest ab. Jetzt immer noch nicht gut. Man fast. Du schleppst zu viel mit dir rum. Ich muss wirklich mal wieder auf den Inventar leveln. Verteidigung und Ausdauer schon gut, aber ist Angriff und Ausdauer. Wir hier nichts schleppen können. Sehr lästig hier. Ich hoffe, dass mit das Erz dort drüben fertig bin ich ankomme. Gut. Ein Erz. Das Holz brauchen wir, das wollen wir nicht. Keine brauchen wir auch gerade nicht unbedingt. Dachte ich mir. Wie viel Holz brauchen wir dafür? 50 Holz brauchen wir. Dreißig, so nämlich. Drehst zu viel. Mehr. Werkbank. Das trägt nicht mehr zu viel. Alles ausgegeben. Die Werkbank.
Das können die doch zurückbauen, oder nicht? Was können wir machen? Ich meine, vernünftige Rüstung. Ich werde mal hier erstmal pennen gehen. Ich habe schon wieder im Schnürchen im Lager. Eine Ausrüstung. Ui. So muss das aussehen, Karl-Wurz. Jetzt habe ich auch nicht mehr diese Knöpfe auf dem Rücken, sondern hier durch den Rucksack. Langsam wird das was. Mittelalterlich Pharmaziewerkbank. Aha. Da haben wir doch schon was freigeschaltet. Ne, müssen wir erstmal noch machen. Dann besiegen wir mal den Boss dort drüben, der gibt's bestimmt. Auf ins Gebrüll. Ich hab den doch schon Schlimmeres hingekriegt. Das ist eigentlich ein ganz friedlicher. Wenn es im Lager drin ist, dann gibt es ja wirklich noch Schuss von allen Seiten. Komm hier. Drauf da. Geht's um alles oder nichts? Komm, da haben wir doch schon ordentlich. Scheiße. Einmal getroffen werden. Weiter geht's. Wir haben einen Witz, wir haben doch gerade schon einen ganz anderen Gegner gekriegt. Haben wir 15.000 runtergekriegt. Da will ich nicht glauben, dass wir das hier nicht hinkriegen. Oh nein, die schöne Feder ist kaputt.
Wollte der das Haus ab oder was? Rüstung beschädigt, ja, dann holen wir uns eine neue. Und reparieren wir die schnell. Ich bin ja im Lager. Was bist du hier? Gemeinsam angreifen hier. Ja. Ein zäher Kampf, aber das finden wir doch irgendwie schwer verletzt. Danach muss ich wahrscheinlich neue Preis fangen, aber was so ist. Man lässt gleich auf 3 auf 3000 irgendwas runter. Nochmal hier. Wartet kurz, ich despawne wieder. Der ist hoffnungslos. Wir holen sich doch wieder. Okay, das ging schnell. Okay, der keine Preis mehr zum Angreifen. So viel dazu, wir kriegen das hin. Wo ist denn jetzt hier der Unterschied? Dem anderen Bosskampf. Den anderen Bosskampf haben wir doch easy. Dann kriegen wir den jetzt nicht da oben. Ein bisschen hier eingestiegen. Alles tot bei mir. Oh Scheiße. Ich bin Gleiter. Oh, das ist ein anderes Mauerrest. Es sind mehrere hier. Rest ist abgehauen. Und hier nicht mehr kämpft. Hat sich aber tapfer geschlagen. War ein guter Versuch. Hätte nicht gedacht, dass der mit weniger HP so viel stärker ist. Dieses Paar scheint betuchtet zu sein. Die Ausrüstung ist wirklich genial. Ich
Ich muss hier mal jemanden in eine Box packen. Die sind dann gleich wieder reanimiert. Okay, Trug hat. Interessant. Sehr interessant. Was ist denn das? Selbstzerstörung. Ach, das ist ein Explosionsfähig. Fantastisch. Bleib mal hier schon. Man kann mal gebaut. Ein kleines Fermatskip und fernes Bomber. Das Gegenabschlag hat nicht geklappt. Haben wir noch keinen mehr abgekriegt. Dann gehe ich mal wieder auf Paarjagd. Mein Team gucken muss ich auch, glaube ich, mal wieder. Und ich denke, jetzt gut. Muss ich auch auf die Box schicken. Muss ich auch mal auf die Box schicken, wo es weitergehen kann. Ja gut, ich komme auch ohne Preis klar. Den Endboss haben wir schon besiegt. Komm mal zur Festungsruine hoch. Das ist ja mein Ziel. Wenn ich neue Preis finde, dann habe ich jetzt Platz im Team. Noch ein Vorteil. Zum Beispiel dieses dort. Der Pfeiler habe ich nicht mehr. Ich glaube, die habe ich abgelegt. Wenn es mal runterkommen will. Genau, da geht's lang. Ohne Truhe. Oder gibt es ein Pinguinis? Medizin. Oha. Können wir dann wahrscheinlich mit der Mittelalterbank. Können wir wahrscheinlich nicht mal heilen. Medizin erstellen. Damit dann für den Bosskampf heilen. Oh, das ist noch ein Bosskampf oben. Die Map ist aber auch echt. Guck mal, wir haben. Das ist das Gebiet, was wir bisher. Das war so rangezoomt. Das ist das Gebiet, was wir bisher erforscht haben. Das ist. Jetzt geht hier noch oben, noch hoch. Das ist das Gebiet, was wir hier haben. Also. Kein Ende in Sicht.
Das Syndikat ist wahrscheinlich auch nicht das letzte Team. Letzte Schurken, die wir ausschalten. Ach Mist. Ich gehe mal wieder ein bisschen erkunden. Hier muss irgendwo eine. Ach, da drüben ist eine Statue. Oh, ein Tanzi. Ich meine, hier baut sich's auch ganz gut. Irgendwo wirklich mal ein Ort, wo es, wenn ich neben dem schwersten Boss überhaupt liegen, das wäre mal eine Idee. Aber warum habe ich denn jetzt das genommen? Okay. So ein kleines Ding. Das heißt Nummer 2. Tiefhand. Die von mal bei einer Burg. Nummer 11. Das bringt gar nichts mehr. Ab 10 brauchen wir keine mehr zu fangen. Festungsruine. Wie wär's denn, wenn wir hier was irgendwie spawnen? Checkpoint. Hallo. Hier haben wir noch gar nicht. Na komm her. Nicht da oben verkriechen. Na komm, hier rein. Sehr schön. Schussbrüchigen Tagebuch, was ich noch nie gelesen habe. Das wird stark, das Ding. Das ist jetzt so schon. Wir brauchen das runter zu fangen. Schilder näht. Bisschen Kampf gebraucht. Oh, jetzt ist der Waffenbruch bemerkbar. Über mir. Ich hab neuen Hut. Oha. Auf Tagespunkte, die investiere ich sofort mein Gewicht. Das hat schon so sehr genervt.
versuche mir mal hier was aufzubauen. Ich habe wahrscheinlich für nichts genug. Oha. Das leckt das Spiel richtig. Ich bin Material. Weil du hast das nicht so fein mit der Zeit. Ich habe eine Werkbank platziert. Waffenbruch hungrig. Ja, wie wär's denn, wenn ich hier... Wenn ich hier mal mein neues Gebiet aufbaue. Ich meine, schlimmer als bei den anderen kann es ja nicht sein. An der Küste mit einem Stahlschlüssel. Schöne Küstenaussicht. Ich sehe jetzt hier keinen Bossgegner. Hat mir keiner angezeigt. Jetzt darüber holen. Oh, ich kann hier neue Leveln. Mozi-Bank. Sehr gut. Übungsdummy. Palsphärenwerkung. Bandkapel. Megasphäre. Oh, Megasphäre ist gut, wenn wir die herstellen können. Dreschussbogen auch mega. Bisschen Holz, dann kann ich hier meine Erden aufstellen. Und Holz auch hier. Okay, muss die nächste Zierungslage erst mal wieder abbauen. Und hier können wir die Sachen, die Materialien mitnehmen, damit wir hier neu aufbauen können. Ansonsten müssen wir hier ein bisschen auf jeden Fall jetzt mal ein Checkpoint. Wie geht's denn dem Team so, dass inzwischen sich erholt? Das.
wird hier weiter gearbeitet. Mit dem Rückbauwerkzeug sollten wir es doch hier. Ich versuche dann die Materialien zu kriegen. Ich schieße zu viele Gegenstände rum. Ich dachte, die mischen fast. Neue Kisten. Muss jetzt Stück für Stück aus den Kisten dann die Sachen rüberbringen. Materialien. Kann ich das da drüben erstmal aufbauen? Das sind die wichtigsten Sachen. Bauten, die nicht außerhalb des Lagers bestehen, können während zurückgebaut einige der Bauten bleiben an den Plätzen. Wenn der Pal ist im Lager, werden die Palboxen übertragen. Das ist schön, dass ich keine Pal ist. Rums. Dann ist der nächste Schnellreisepunkt. Tschüss, Mann, Rest. Würde es aber da oben anfangen zu bauen. Nicht da unten. Und hier auf die Zinn, dass man hier eine Zinn was hat. Und da weiter, wo wir uns ganz ausbreiten hier. Ganz Schloss für uns. Pfeile. Das sind so die Außenmauern, deswegen so. Ja. Hier kann man das Bett hinbauen. Jetzt guckt die Spawn doch dort wieder. Jetzt müsste das Bett irgendwo, das Haus irgendwo. Und das ist da wirklich dort unten.
Jetzt würde ich wirklich schon in diesen inneren Kreis rein. Hm. Und wir das mal direkt hier hin. Dann schauen wir mal. Willkommen in den Lager. Ein Tanz hier rein. Bis auf das gerade wirklich die Scheiße. Ständer unten gehen. Nur dann brauche ich mal hier einen Waschrohr. Hm. Und ein Hühnchen. Das ist unproduktiv irgendwo rumchillt. Obwohl Wurzeln. Oh, das war so klar. Gerade angekommen, dann hier schon Action. Das war fixe hier rein. Den Namen darf man nicht falsch aussprechen. Gleich bedroht hier einen neuen Ort. Vielleicht den neuen Platz verteidigen. So nämlich. Der Preis, die kein Bett haben, das kommt jetzt. Ich mach mal da mal. Mal die Preisknochen unten. Den können wir doch das jetzt da unten im unteren Ring machen. Das machen wir doch gleich mal als erstes. Hier unten alles Fasern. Alles noch ein paar Ausrüstungssachen mitgenommen. Die Materialien, die noch drüben stehen. Okay, ich nehme genug Materialien. Später ab dann.
Blödsinn. Mehr Fasern. Die Verbesserungssache haben wir noch nicht abgebaut. Den Waffenbruch hoch. Das dauert jetzt natürlich dreimal so viel und schnell. Immer so langsam. Tansy tut sich schnell mit Arbeiten. Ganz Neues. Ach, die Betten sind hier nicht mehr im Lager. Oh Gott. Die sind gar nicht mehr im Lager. Deswegen werden die nicht gebaut hier. Fantastisch. Wo sind die Betten hin? Oh Gott, noch weniger. Noch mehr, wenn wir Platz haben im Winter. Gut, Bomben passieren. Wie klein ist denn der Radius bitte? Die ganze Burg für uns. Und auf den Zinnen wäre doch ein gutes Ding. Oder auch nicht. Achte brauchen wir davon. So Mist. Werkbank, glaube ich mal dringend. Thank you.
Den Stein. Nagel und Metallbaum. Muss ich wahrscheinlich nochmal zurück und nochmal die Materialien holen. Freie Ausrüstungsbank können wir hier packen. Den Futterkorb müssen wir nochmal weit machen. Ich glaube, sehr wichtig. Kommt so schön hier in die Mitte. Ich renne, was ich gerade habe. Sofort die Arbeit unterbrochen, ist klar. Mittagspause erstmal. Die Statue wäre auch sehr wichtig. Jetzt haben wir jetzt genügend im Stein. Wird hier so abgebaut. Radium brauche ich noch ein bisschen. Daran mangelt jetzt hier noch ein bisschen. Ach, das wird zu viel. Armada von Kisten muss ich immer aufbauen. Nicht genügend Material hätte ich für den Bericht. Nichts übrig gelassen. Ich werde mal als letzten Akt hier heute im Stream hier mal rüber und mal die Kisten leeren. Ja, die Hütte kann da stehen bleiben. Das Andenken. Da bauen wir uns was Neues auf. Die Hütte bleiben hier. Sehe ich aber nicht ein. Hm, ich stelle zu viele Gegenstände. Das ist was ganz Neues.
Steinen zum Tod weh. Das Wertvollzeug muss ich mitnehmen. Zeug, was ich jetzt mal hier. Ja, können wir später nochmal abholen. Jetzt geht es um die Rohmaterialien. Kann mich auch erstmal hoffnungslos überladen. Und drüben heißen Kisten schleppen. Mal schauen, wie viel gut geht. Und wie langsam ich dann renne. Ich fahre das mal heraus. Ich sag nicht nur. Sagt ja nur, dann schleichst du halt durch die Gegend. Da wollten wir halt nur eine Stunde, bis wir da sind. Wir müssten ja noch was zu essen da sein. Sehr gut. Ich will noch mal schlafen. Durchs Bett gekracht. Das Bett brauche ich nicht abzubauen. Kann nur noch stehen. Hoffentlich. Ich mache mich dann mal auf den Weg zum Safe, zum Schnellreisepunkt. Ich kann auch schnell reisen, das ist interessant. Kann nämlich durchaus sein, dass das nicht möglich ist. Dann haben wir ein Problem. Mal schauen, wie weit ich komme. Getrippelt. Ja, hat schon eine Spazierung hier. Eigentlich wollte ich schon längst Feierabend machen. Das ist zu gut, hier nochmal das ausprobieren.
Und da drüben ist es schon. Könnte es noch um Stunden handeln. Ist gar nicht mal viel, was wir geschafft haben. Im Weg. Es zieht mir nicht mal HP ab, es zieht mir nicht mal Ausdauer ab, es ist da wirklich, ist da. Wenn ich jetzt auch noch schnell reisen kann, da, dann ist das halt ein bisschen nervig, aber. Kein Grund, das nicht zu tun. Das Spiel hält sich zwischendurch ein bisschen auf. So das Dreifache von dem, was tragen kann, und nicht das Vierfache. Es braucht viele Kisten. Na komm. Nicht so weit geschafft, ihn jetzt aufzugeben. So ist das Leben mit Übergewicht. Hier werde ich dran scheitern, weil ich da nicht rüberkomme über die Kante oder was? Genial. Da sind Kisten. Rein damit. Überfressen. Das war eine stressbedingte Essstörung. Essstörungen sind nichts Lustiges. Der Preis schon irgendwie. Merkwürdig. Erstmal 200 Holz und Stein. Ich bin da rein. Ganz so dramatisch war es dann doch wieder nicht. Rätschen hin, wenn wir Feuerdrüsen. Ich die mal hier rein. Das mal hier rein.
Ich pack mal Tanzi ins Lager. Dann wird hier noch krank. Kommt ein anderer. Und jetzt muss man unbedingt. Betten bauen. Ein enges Bett auch. Erstmal die fürs Team. Kannst du mir hier nicht rebellieren. Ein bisschen Motiv hier. Mehr geht nicht. Ich habe eine Idee. Das ist überdacht, ein Fundament gebaut werden. Ah, okay. So ein Mist. Dann bräuchte ich was anderes hin. Hier schön auf den Zinn. Mein Bett kommt hier. Gut. Spiel des Rücken des Todes. Mein Bett bräuchte auch einen besonderen Ort, aber in dem Stein. Gedachtes Fundament. Bis mir ein besserer Platz dafür einfällt. Werkbank. Dann kriegen wir jetzt die Nägel für. Auch richtig. Da müssen wir mal jetzt gucken, dass wir das Lager wieder auf das richtige Level kriegen. Das kommt hier in die Mitte.
Das Futter, die Statue und das Töten. Fantastisch. Feuer hier. Na, das wird doch was. Schauen wir mal, wie wir die anderen Sachen noch so hinkriegen. Sieht doch jetzt schon ganz heimlich aus. Ich kann mir auch irgendwas draus machen. Irgendwas noch aus Holz hinbauen. Joa. Mal so durchgehen lassen. Hier können wir noch nichts. Okay, na dann. Machen wir es mal zu Ende. Das war doch ein erfolgreicher Stream. Tierisch überzogen. Deswegen machen wir auch jetzt Schluss. Ich sag danke fürs Zuschauen. Krieg ich meine Endcards, dann Rain mal noch vorhin. Dann sehen wir uns zu Palmwort am Freitag wieder. Und zu Encodia am Mittwoch wieder. So der Plan. Ja. Kann auch viel entstehen bei Palworld. Ab in die Endcard und ab in rechts.